Hallo und willkommen zu einem neuen ARK-Video. Wir sind jetzt an Tag 3 von dem Isar Gaming Community Server. Und ich bin total cool. Ich habe nämlich im Chat gefragt, als Rasi, wie ich mich hier genannt habe, ob weiß schon jemand, wo Isar baut? Und dann haben die anderen aber gemeint, nein. Und wir werden es in einem Video sehen. Aber wer glaubt, dass ich das in einem Video direkt zeige? Ja, der ist ja auch ein bisschen zu spät gewickelt worden. Oder zu früh. Oder gar nicht. Ja, also ich bin hier gerade am Züchten. Sino Makrops Spasti Pasti. Cooked Prime Meat. Habe ich sowas da? Da muss ich farmen. Und so wie es gerade läuft, könnte ich mir auch vorstellen, mal noch eine Season 2 zu machen. Damit ein bisschen andere Einstellungen, vielleicht eine andere Map und so. Aber das immer mal wieder zu machen, in regelmäßigen Abständen. So, und mit mir heute im Studio ist natürlich der Herr Unterhund. Guten Tag. Underdog, wenn ich dich finde, dann töte ich dich. Weißt du das? Ja, aber du kennst mich nicht. Also mach mir keine Sorgen. Ich zieh dir die Haut über die Nase. Und die Haare über die Hand. Okay. War das eine Drohung? Ich glaube, das ist jetzt nicht so als Drohung wahrgenommen. Vor allem, weil du auch nicht sicher warst, was du mir wo drüber ziehen willst. Hallöchen Leute, mein erstes Mana-Baby kommt jetzt. Woo! Alter, übler Schnee. Wo ist es denn? Wo ist es? Ich sehe es nicht. Es ist gerade gekommen. Gemietet. Aber wohin? Da ist es, ich sehe es. Es ist grün. Woo, es hat die Farbe übernommen. Alter, vor allem hat es noch einen weißen Rücken von dem Vater bekommen. Es ist weiß-grün. So, Leute, ich fliege jetzt los. Wir machen jetzt das Labyrinth. Habe ich noch nie gemacht. Also ich werde mich richtig dumm anstellen. Wenn ich sterbe, dann werde ich eine Woche lang weinen. Labyrinth? Habt ihr da gerade eben richtig gehört? Ja, es gibt auf Lost Island nämlich eine viel bessere Möglichkeit, an gute Blueprints ranzukommen, als einfach durch rote Drops. In der Wüste ist ein Labyrinth versteckt, welches mit Fallen ausgestattet ist, um euch aufzuhalten, an die richtig guten Sachen zu kommen. Ich zeige euch jetzt hier, wie ihr den besten Weg durch das Labyrinth bekommt, ohne mit dem PvE konfrontiert zu werden und wie ihr es eigentlich ohne Hilfsmittel schafft. Ihr braucht nur einen Sinomar-Krops und der Rest ist dann ganz easy. Aber Underdog ist nicht nur eine verdammt coole Socke, indem er mich durchs Labyrinth führt, sondern er unterstützt mich auch auf YouTube, indem er eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen hat. Wenn ihr beim nächsten Mal auch erwähnt und auf dieser Seite angezeigt werden wollt und mich auch noch unterstützen wollt damit, dann könnt ihr das auch gerne tun. Vielen Dank bereits im Voraus und viel Spaß beim Video. Jo, guck mal, ob da Turrets stehen. Nee, da kann man nichts bauen. Echt nicht? Nee. Ich habe keine Kryokapsel dabei. Uff. War ein Witz. Mein Peter ist Sturmkrieger, ja. So, Underdog, ich folge dir auf Schritt und Tritt. Ach, das ist so, wie die rote Flagge. Wundert dich doch jetzt nicht, oder? Nicht so schnell, du wirst nicht angezeigt, ja. Warte mal, ich muss mal den Gamma mal hören, ich sehe gar nichts. Ist jetzt zwar ein cooler Faktor sonst, aber ja. Komm, Noob Dog, go, go. Okay. Sind es hier schon Bodenfallen? Nee. Nee, da nicht. Da geradeaus ist der Knopf. Das ist der Knopf. Ach man, ich hätte den auch gern gedrückt. Jetzt habe ich ihn doch noch gedrückt. Und jetzt? Ja, jetzt komm, hinter dir. Wie, hinter mir? So. Ist ein Durchgang. Ja, hallo. Da. Wo? Hier. Ja. Ja? Ja. Ja. Den habe ich gesehen. Was ist das für ein Klack? Ach du Sau. Jetzt ist die Tür wieder zu. Ach du Scheiße. Ich erschrocken. So, da jetzt einmal rüberfliegen. Ach du Sau, okay. Alter, bitte lass mich nicht fallen, Sinomar-Krops. Du bist nicht instant tot, wenn du. Okay. Reinfällst. So. Hui. Ich geh jetzt. Wo bist du? Da. Okay. Ich laufe dann immer rechts lang. Okay. Sind das Druckplatten hier? Das, ja. Also nicht jede, aber deswegen laufe ich immer links am Rand. So. Wieso hat denn dein Sinomar-Krops eigentlich so eine schöne Farbe, Mann? Ja, weil ich den so getamed habe. Ein Paracer-Plattform-Sattel. Also wir teilen am Ende auf, würde ich sagen, ne? Gerecht. Ja. Wenn der vorne nicht spawnt, wo wir jetzt gerade waren, dann kann er in dem Raum da spawnen. Okay. Und so ist aber da jetzt nichts sozusagen. Nee. Nur, okay. Einmal da links entlang. Achtung, das sind Pfeile. Einmal rechts. Alter, das kann ich mir nicht merken, den Weg. Ach so. Wir müssen den nicht zurücklaufen. Okay, nee, ich sag nur, also ich werde dich hier immer mitnehmen. So,
sie. Warte, die Decke hier. Es kommt da übel durch. Das ist riesig. Kennst du den Weg hier ganz genau? Mhm. Also ich kenne den Weg zu allen Drops. Okay. Das heißt, wir machen das immer zusammen, ja. Ja, machen. Falls du es mal brauchst, um diesen Altar rum kann man Sleeping Bags platzieren. Ah! Achtung, Arthos hinter dir. Ach, du solltest mich angespuckt. Ja, einfach rüberlaufen und fliegen. Aber mit Flyern so. Kann man hier nicht rein? Also ich mit Pizza oder so? Nein. Meine Flak ist halt durch, die Arthro. Ist hier eine Falle? Nee, ich glaube nicht. Da wäre der nächste Job dann. Mhm. Oh, geil. Ui. Craften wir uns welche? So, da links ist jetzt ein Geheimraum. Da spawnen jetzt wieder ein Haufen Arthros und Fledermäuse, wenn ich den auch mache. Okay. Deswegen ist auch ein Sino. Achtung hinter dir. Run. So, der Knopf ist da an der Wand. Und da müssen wir jetzt drüber fliegen. Nee, einfach draufdrücken. Das ist der mit der blutigen Hand. Dann spawnt da drin noch ein Drop. Ach, hier. Der hier? Ja. Ja. Okay. Aber muss hab alles. Ja, einfach wieder raus. Bin raus. Dann, ja. Richtung stimmt. War wieder eine VIP im Übrigen drin. Huch. Perfekt. Wie immer. Warum fliegst du hier? Damit ich die Falle nicht auslöse. Okay. Dann kann da noch einer sein. Cool. Was ist da drin? Oh, auch nice. Ein fertiger Pump und Dried Blueprints. Sehr nice. Dann wieder zurück. Und rechts rum. Huch. Durch das Fliegen, dann löst man die ganzen Trank Arrows nicht aus. Ja, aber ich glaube, die haben mich alle noch gar nicht getroffen, ne? Mit genug Movement. Nee, ja, man kann es auch locker ausweichen. Alter, mein Dinomarkops. Alter, Leck. Leck. Das ist noch ein gelber. Kettensäge, wie immer. Aber willst du? Also ich meine, ich würde sagen, ich nehme alles mit, teile dann einfach dann darauf, okay? Kettensägen habe ich schon. Achso, okay, dann weil ich habe auch 4 oder 5 Stück jetzt. Naja, in dem Raum, wo wir jetzt gerade waren, spawnt dann noch einer, wenn man den gelben eingesammelt hat. Alter, hast du dein Video angeguckt, dass du das weißt, oder hast du das dir selbst beigebracht? Ich habe mir einmal ein Video angeschaut. Das hast du dir dann gemerkt, ja? Ja. Ach du Sau, ich habe irgendwas ausgelöst, ja. Und? Ist das ein Quetz? Ja. Nein, Blesium. Oh Mann, ein Quetzsattel wäre gut. Ach, Gas, nee, jetzt habe ich ausgelöst. Nö. Ich habe es nur hinter mir gehört. So, und jetzt wieder nach rechts und dann Richtung Ausgang. Das war's schon, ja? Das war's, ja. 5 Drops sind jetzt, glaube ich. Ja. Okay, und was, hast du da auch schon mal gute Blueprints für Flak und sowas gefunden? Flak war auch schon dabei, ja. Okay. Ja, Ausgang ist jetzt da die Treppe hoch. Und wie schnell spawnt das hier wieder? Also wie oft kann man das so machen, sozusagen? Alle halbe Stunde ungefähr. Cool. 30 Minuten, 40 Minuten und sowas. Okay. Da ist jetzt, da rechts an der Wand. Der eine Warte, ich werde drücken. Hier. Nee. Ja. Hä? Joch, ja. Ja. Da. Cool. Kann man sich auch richtig verlaufen? Ne, also irgendwie kommst du immer durch. Okay, aber du findest wahrscheinlich halt nicht alle Drops, ne? Ja. Nicht. So, hallo Leute, ich bin wieder da. Ich habe es ausgemacht. Ich mache einen Trade. Und zwar mit Gewürzgurken von dem sauren Gurken-Imperium. Ich will Honig. Er will meinen unglaublichen 140er Chainsaw-BP. Und mit Treffen von seinem grünen Obi habe ich runtergehandelt. Wollte ich zum blauen, aber der blaue ist mir viel zu weit entfernt. Habe ich mich keine Lust hinzufliegen? So. So, lass mal den ersten Tausch machen. Die Gurken haben einen besseren Viewing als die Ain't No Charity-Typen. Aber alle haben Sinos auf dem Rücken. Nö. Ne, falls der gecrappt ist, ne? Brauchst du keine Parachutes. Mhm. Oh, ach, das ist auch. Alter, es hat richtig geklappt alles. Alle waren freundlich, es waren nur wir da. Jeder hat auch mitgebracht, er hat mir 51 Honig gegeben. Weil er hat auch wahrscheinlich Angst, dass eins verfällt, ne? Ja. Alter, es hat alles geklappt und alle waren nett zueinander.
Und es war niemand, der abgefuckt hat. Es glaubt mir ja gar niemand. Und ich wusste nicht mal was sagen. So, Leute. Übelstes Ziel geschafft. Ich kann den Beehive machen. Ich habe einfach, ich würde sagen, eine Stunde lang nach den Rare Flowers und allem gesucht, dass ich den machen kann. Und jetzt endlich hat es funktioniert. Ich bin so happy. Das dauert zwar ewig. Das dauert so lange im Inventar craften, aber Alter. So, nächstes Ziel, weil mit dem, dann können wir die Nanny machen und dann sind die auch alle imprinted und den ganzen Scheiß, wenn wir den Honig haben. Ja. Das wird geil, geil, geil. Mana, Mana. Ihr seht, das war jetzt meine ganz, ganz entspannte Folge. Das gibt's eben auch. Ich könnte es doch alles wegschneiden, aber irgendwie dachte ich mir, ihr wollt vielleicht Ark so auch mal ganzheitlich sehen. Ich verspreche euch, in der nächsten Season gibt es dann deutlich wieder mehr PvP als hier. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch trotzdem gefallen und wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch.